Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video bzw. bei einer Fortsetzung. Wir machen nämlich heute weiter mit meinem Sub, quasi dem Stapel ungelesener Bücher. Beim letzten Mal habe ich euch ja meine ganzen Hardcover-Sub-Bücher gezeigt und jetzt kommen wir heute zu den Taschenbüchern. Die Taschenbücher habe ich nochmal unterteilt in Fantasy und Nicht-Fantasy. Und wir machen heute die Nicht-Fantasy-Bücher und da sind halt alle Taschenbücher und Softcover-Bücher im Bereich New Adult, Liebesroman, Thriller und vertreten. Halt alles, wo es keine Vampire, keine Werwölfe, keine Götter, Feen, Elfen oder sonstige übernatürliche Wesen oder Magien und Gaben gibt. Ja, so ist das. Ich würde sagen, wir fangen direkt auch an mit dem ersten Buch. Wir reden gar nicht lang drum rum. Das wäre Wenn du bei mir bist von René Carlino. Das Buch weiß ich noch, das habe ich zufällig bei meinem Einkauf bei Globus gesehen und es war das Lichterglas. Es war das Lichterglas. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt keine bessere Erklärung dafür, dass mir der Klappentext so wundertoll gefallen hat. Nein, es war das Lichterglas. Ich lese euch vor, um was es geht. So werde ich das jetzt nämlich auch die restlichen bei den restlichen Büchern handhaben. Das erste Video wurde extrem lang. Ich habe super viel erzählt und gemacht und getan. Ich versuche, das Video etwas kürzer zu halten wie das letzte. Es sind mehr Bücher als bei den Hardcovern. Deshalb lese ich euch jetzt schnell den Klappentext vor und machen dann direkt weiter mit dem nächsten Buch. Es genügte nur ein einziger Moment, um ein ganzes Leben zu verändern. Die junge Journalistin Kate erwartet nicht viel vom Leben und erst recht nicht von der Liebe. Da stimmt der geheimnisvolle, öffentlichkeitsscheue Multimillionär R.J. Lawson endlich einem Interview zu und sie wittert ihre große Chance. Aber als aber gleich das erste Treffen auf seinem idyllischen Weingut in Napa Valley in einem Desaster endet, ist es der attraktive Arbeiter Jamie, der sie aufmuntert. Und auf einmal wachsen in Kate Gefühle, die sie nicht mehr für möglich gehalten hätte. Doch was weiß sie wirklich über den Mann, der ihr in nur einer märchenhaften romantischen Woche das Herz stahl? Ja, also ein schätzungsweise süßer Sommerroman. Ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, ob das der erste Band der Reihe ist. Also da gibt es noch mehr davon. Und ich frage jedes Mal meine Freundin, welcher ist jetzt der erste? Und jedes Mal vergesse ich es wieder. Also, wenn ihr die Reihe kennt, schreibt mir gerne mal, ob das hier der erste ist, ob ich Glück hatte oder ob das ein Folgeband ist. Bin gespannt. Dann machen wir weiter mit einem Buch, das auf meiner 21 für 21 Liste ist und das ich eigentlich jetzt noch in den nächsten 6-7 Wochen lesen muss. Ohne ein einziges Wort von Rosie Walsh. Dazu habe ich euch schon mal den Klappentext vorgelesen, aber ich mache es gerne nochmal. Das war in meinem What to Read oder What I Need Read Next im Oktober. Sprich, was ich hätte im Oktober lesen sollen. Es hat nicht gewonnen, das Buch, deshalb habe ich es auch noch nicht gelesen. Damals hat Scherbenthron von die Tiermagierin, von der Tiermagierinnenreihe gewonnen. Ach, ich kann heute nicht mehr reden, ohne Witz. Ich habe vorher schon das Hardcover-Video abgedreht. Mein Wortschatz ist anscheinend am Limit. Mein Körper sagt mir, hör jetzt auf zu reden, aber wir haben noch ein bisschen was. Ich lese euch jetzt nochmal vor, um was es geht. Stell dir vor, du begegnest einem Mann, einem wundervollen Mann und verbringst 7 Tage mit ihm. Du bist dir sicher, das ist die große Liebe und es geht ihm genauso. Zweifellos. Dann muss er verreisen und verspricht, sich auf dem Weg zum Flughafen zu melden. Aber er ruft nicht an, er meldet sich gar nicht mehr. Deine Freunde raten dir, ihn zu vergessen, doch du weißt, irgendwas muss passiert sein. Es muss einen Grund für sein Verschwinden geben. Und nun stell dir vor, du hast recht. Es gibt einen Grund, aber du kannst ihn nicht ändern, denn der Grund bist du. Ich bin gerade überlegen, ob ich es nicht bei dem What to Read Next im November vorgestellt hatte. Der Klappentext kommt mir gerade noch so bekannt vor. Ja, auf jeden Fall ohne ein einziges Wort. Von Rosie Walsh. Dann habe ich hier ein Buch, das eigentlich gar nicht in meinem Genre passt oder in meine Lieblingsgenre, aber es trotzdem auf meinen Sub geschafft hat, Weil du mein bist von Sean Olin. Sorry, wenn ich irgendeinen Namen falsch ausspreche. Ich
Bin mir keiner schuldbewusst. Ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Es wurde mir ans Herz gelegt, das zu lesen. Und es gab es bei Rebuy für 3 Euro, glaube ich. Also habe ich es halt mitgekauft mit Leserillen. Da es nicht mein Lieblingsgenre ist, war es mir egal. Und ich denke, wenn ich es gelesen habe, wird es auch wieder ausziehen. Weil es jetzt auch nicht so das High-End-Cover ist, das ich immer im Regal brauche. Aber ich verklicke euch mal kurz, um was es geht. Wenn Liebe zu Besessenheit wird. Laila und ihr Freund Carter sind nach außen das perfekte Traumpaar. Doch Lailas Eifersucht und ihre Stimmungsschwankungen machen Carter zunehmend zu schaffen. Dann taucht plötzlich Jules auf. Hi! Wunderschön, lustig, clever, talentiert. Danke. Und Carter verfällt ihr hemmungslos. Doch eine Nacht voller Leidenschaft verändert alles und hat Konsequenzen, mit denen niemand rechnen konnte. Spoiler-Alarm, ich tippe einfach mal drauf, dass er sie schwängert. Keine Ahnung. Und dass die andere dann komplett ausrastet. Ja, weil du mein bist. Dann machen wir weiter mit einem Buch, das ich gewonnen habe bei Bookstagram, bei der lieben Laura von Lauras Lesestunde. Dirty Headlines von L.J. Mir wurde gesagt, sie heißt Sheen. L.J. Sheen? Ich habe immer Shen gesagt. Aber ja, sei mal dahingestellt, was jetzt richtig ist. Sie wird's wissen. Ja, habe ich gewonnen und hatte es auch gar nicht auf dem Schirm, dass ich das noch auf meine Wunschliste hätte packen können, sollen, müssen, weil ich eigentlich die Bücher von ihr echt sehr gut finde. Ich habe die All Saints High-Reihe geliebt, ich habe die Sinners of Saint-Reihe geliebt und jetzt habe ich gerade mit Kati, was habe ich denn gelesen, die Boston Bells-Reihe. Da kommt jetzt, oder ist jetzt, glaube ich, auch der zweite Band rausgekommen. Müsste ich immer schreiben, ob wir den noch lesen wollen. Ja, dort die Headlines, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Also wir werden jetzt gemeinsam rausfinden, was es geht. Ja. Ich mag einfach die Autorin und von daher habe ich mich auch sehr über den Gewinn gefreut. Ja. Als Judith Humphrey. Oh, Humphrey. Da muss ich mal an Dan Humphrey denken. Und den mochte ich nicht. Spoiler. Als Judith Humphrey sich aus der Suite ihres unglaublich guten One-Night-Stands schleicht, ist sie fast ein wenig enttäuscht, dass sie den attraktiven Unbekannten niemals wiedersehen kann. Hat sie doch sein gut gefülltes Portemonnaie mitgehen lassen. Aber Jude läuft dem Mann, der immer noch ihre Gedanken beherrscht, schneller über den Weg, als er lieb ist. Denn er ist niemand anderes als Cillian Laurent, stadtbekannter Playboy, Erbe eines millionenschweren Medienunternehmens und Judes neuer Boss. Also wieder eine Boss- und Angestelltengeschichte. Lese ich ganz gerne, wenn es nicht zu unrealistisch übertrieben ist. Dann ein Buch, das bestimmt schon seit 2018 auf meinem Sub liegt. Catherine Taylor, Wo mein Herz dich findet. Ich habe das eigentlich nur gekauft, weil ich ein anderes Buch von ihr gelesen hatte. Das sieht auch so ähnlich aus, hat nur hier vorne, glaube ich, pink. Und das eins meiner Jahreshighlights war. Ich hätte es auch nie gedacht, dass mich so ein Liebesroman so catchen kann. Ja, und ich glaube, wirklich kurz drauf habe ich das Buch gekauft, weil ja das erste mich so begeistert hat. Hier geht es um Kara. Ein plötzliches Unwetter zwingt die junge Kara in einer einsamen Gegend Unterschlupf zu suchen. Ihr Gastgeber Liam scheint ihr jedoch nur widerwillig Obacht zu bieten. Caras Neugier ist geweckt. Warum lebt der attraktive Mann so zurückgezogen? Ihr wird schnell klar, dass seine raue Schale nur Fassade ist. Sie verliebt sich leidenschaftlich in den Außenseiter, aber Liam kann ihr keine Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft machen, denn sein dunkelstes Geheimnis droht, ihre Familie zu zerstören. Ja, das wäre das. Dann habe ich noch ein Buch, das mich auch ein bisschen an Dirty Headlines erinnert, so von der Farbgebung. Simona Arnstedt, After Work. Das Buch liegt auch schon ewig hier, bestimmt auch schon seit 18, 19. Ich guck mal gerade, wann es rausgekommen ist. Ja, ist 2017 rausgekommen, also kann wirklich schon 3 Jahre hier liegen. Ich müsste mal gucken, welches mein ältestes Subbuch ist, was am längsten hier liegt. Wenn ich alles abgedreht habe, mache ich eine Statistik. Dann gucke ich mal, welches hier schon am längsten liegt. Ja. Der Klappentext ist vorne drin. Als Lexia Vikander erfährt, dass nur die Stockholmer Marketingagentur, in der sie arbeitet, von einem dänischen Geschäftsmann aufgekauft wurde, bricht für sie eine Welt zusammen. Denn nicht nur sie ist die einzige Texterin der Agentur,
die keinen prestigeträchtigen Hochschulabschluss vorzuweisen hat, sondern sie ist auch, so fühlt es sich manchmal zumindest an, die einzige Frau in der schwedischen Werbebranche, die nicht wie ein Supermodel aussieht. Beides keine guten Voraussetzungen, wenn der neue CEO Gerüchten zufolge ein skrupelloser Macho ist, der regelmäßig über Leichen geht. Um ihre Nerven zu beruhigen, gönnt sie sich am Abend vor der Übernahme in einer Bar ein paar Cocktails zu viel. Ihr Plan ist, alle Probleme und Ängste wenigstens für kurze Zeit zu verdrängen. Womit sie nicht rechnet, ist der Mann, der sich neben sie setzt und mit ihr zu flirten beginnt. Ein attraktiver, interessanter Mann, der Humor hat und ihr zuhört, als sie von ihren Problemen auf der Arbeit erzählt. Oder von der Tatsache, dass sie schon viel zu lange keinen Sex mehr gehabt hätte. Sein Name ist Adam und Lexia ist betrunken genug, um die Initiative zu ergreifen und ihn am Ende des Abends zu küssen. Es ist der heißeste Kuss, den sie je erlebt hat. Aber es ist auch der verbotenste, wie sich am nächsten Morgen herausstellt. Denn da lernt Lexia ihren neuen Chef kennen und es ist niemand anderes als Adam. Wer hätte es gedacht? Ja, hat mich also tatsächlich nicht zu Unrecht an Dirty Headlines erinnert. Aber wie gesagt, ich lese so Geschichten eigentlich ganz gern. Zwischendurch mal, es ist jetzt kein Favorite Genre oder Favorite Thematik, aber für den Spaß ist es manchmal ganz unterhaltsam. Dann habe ich hier noch ein Buch, das ich von der lieben Saskia letztes Jahr zum Weihnachten bekommen habe. Ich habe nämlich beim Wichteln mitgemacht, beim Bookstagram-Wichteln, und sie hat mich gezogen und da sollten wir dann unserem Wichtel quasi 3 Bücher schicken oder 4, die auf unserer Wunschliste sind und die wir uns auch von niemand anderem irgendwie gewünscht haben. Ja, und da war A Wish for Us dabei und sie hat mir das geschenkt, zusammen mit einer passenden Buchkerze, auf der, glaube ich, Cromwell und, wie heißt sie? Bonnie. Bonnie und Cromwell draufsteht. Ja, muss mal gucken. Die ist gestern in meine Kramkiste gewandert, weil, ja, ich alle Buchregal-Deko weggeräumt habe, um das Regal leer zu kriegen. Ja. Um was geht's hier? Cromwell Dean ist einer der erfolgreichsten Musiker Europas. Mit gerade einmal 19 Jahren liegt ihm die Welt zu Füßen, doch seine Musik bedeutet ihm insgeheim nichts. Um sein Talent nicht weiter zu verschwenden, beginnt er ein Musikstudium in den USA, wo er Bonnie Faraday kennenlernt. Ehrgeizig und von Musik begeistert, könnte das Mädchen aus einfachen Verhältnissen und Superstar Cromwell unterschiedlicher nicht sein. Doch als sie für ein Kompositionsprojekt zusammengesetzt werden, regen sich nicht nur Gefühle in Cromwell, die er noch nie gespürt hat, sondern auch eine alte Sehnsucht, die mit aller Macht vergessen bleiben muss. Auch wenn es ihn seine Liebe zu Bonnie kosten könnte. Hab schon gehört, das Buch wäre so, so, so gut. Und bei der Abstimmung What I Read Next im Oktober, die ich im September gestartet hatte, hat das Buch auch beinahe gewonnen. Aber Scherbenthron hatte 2 Stimmen mehr. Daher kommt das eventuell auf meine 12 für 22 Liste. Falls es nicht auf meiner 21 für 21 Liste ist, dann müsste ich es ja dieses Jahr noch lesen. Warten wir es mal ab. Dann auf jeden Fall aber ein Buch, das auf meiner 21 für 21 Liste drauf ist. Kommt der Saarländer wieder raus. Maybe Someday von Colleen Hoover. Da habe ich in einem anderen Video auch schon gesagt, dass ich das auf jeden Fall im Oktober noch lesen möchte. Ja, Spoiler-Alarm, es ist November und ich habe es immer noch nicht gelesen. Wenn ihr wissen wollt, um was es geht, ich lese euch jetzt nicht nochmal alles vor, dann switcht mal bitte hier auf das Video, da habe ich euch erzählt, um was es geht. Und ich versuche es auf jeden Fall dieses Jahr noch zu lesen. Ja, wünscht mir Glück. Dann habe ich hier noch ein Buch, das ich bei der Buchhandlung Kraft, glaube ich, gekauft habe. Ja, das ist nämlich signiert. Ja, für Jules sei dir treu, Clara Robert. Da geht es auf jeden Fall um Geschwister, die sich ineinander verlieben oder einer davon zumindest. Das habe ich euch auch schon mal vorgestellt in einem anderen Video. Ja, ich sage jetzt einfach mal, wer auf verbotene Liebe zum Lesen steht, der ist bestimmt mit Dear Sister ganz gut bedient. Ich freue mich auch schon voll drauf, das zu lesen, weil mir Forbidden ja auch schon so gut gefallen hat. Ja, aber wo ist die ganze Zeit zum Lesen, wenn man sie mal braucht, ne? Ja, dann habe ich hier noch ein Buch von Courtney Cole, If You Stay, Füreinander bestimmt. Das liegt hier bestimmt auch schon ungelogen seit 2018, seit ich mit BookTube angefangen habe. Und das ist, glaube ich, einfach so ein
ja, kurzer Erotik-Roman. Ich habe es, glaube ich, gekauft, weil die Protagonistin Mila heißt. Und weil damals meine Nichte auf die Welt kam, 2017, und Mila hieß. Und, ach ja, ne? Ihr wisst ja. A-backen, Kuchen backen. Seit dem Tod ihrer Eltern erhält die 22-jährige Mila zusammen mit ihrer Schwester Madison das Familienrestaurant am Laufen und ist überzeugte Singlefrau. Das ändert sich, als sie Pex Tate kennenlernt. Oh, Pex. Vielleicht kam ich da auf den Namen zu meinem eigenen Pex. I don't know. Pex ist auf den ersten Blick alles andere als ein Traummann. Tätowiert, knallhart und mit schlechtem Benehmen. Doch ausgerechnet von ihm und seiner sexy Ausstrahlung fühlt Mila sich unwiderstehlich angezogen. Gegen jede Vernunft geht sie eine Beziehung mit ihm ein und entdeckt immer mehr Pex zärtliche Seite. Aber die Vergangenheit holt Mila und Pex unaufhaltbar ein. Wird die Kraft ihrer Liebe ausreichen, um zu bestehen? Ja. If you stay, füreinander bestimmt. Und dann habe ich noch eins in so einem kleinen Format. Also wenn man jetzt mal bedenkt, das ist das normale Taschenbuch und das ist ja ein bisschen kleiner. Das If You Stay auch. Von Abby Klein's Little Lies. Da habe ich auch schon den ersten Band gelesen. Deshalb darf ich euch jetzt nicht unbedingt verraten, um was es im zweiten Band geht. Ich kann nur so viel sagen. Im ersten geht es um Sawyer und seine Freundin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die seit Anbeginn der Urzeit das Traumpaar schlechthin sind. Und sie ist, glaube ich, Professorin. Nee, sie ist die Tochter des Pfarrers. Und jeder denkt, dass die beiden ja irgendwann heiraten und Kinder kriegen und All-Time-Favorite-Love-Story und hast du nicht gesehen. Ja, und hier in dem Buch geht es um Sawyer, wieder mal. Aber es geht noch um eine andere Protagonistin, und zwar um Lana. Und das ist die Cousine von seiner Freundin. Ja, könnte spannend werden. Kommen wir zum nächsten Buch, das wäre Berühre mich nicht von Laura Kneidel. Das steht auch auf meiner 21 für 21 Liste. Und darin geht es um Sage. Und Sage hat gewisse Ängste, die ihr das Leben schwer machen. Dann trifft sie aber auf, ich glaube Luca heißt er. Ja, Luca. Steht so, mit seinen stechenden grauen Augen und seinen Tätowierungen steht er für alles, wovor Sage sich fürchtet. Also sie hat so ein bisschen eine Angststörung, kann ich euch mal verraten. Und sie überlegt halt, ob Luca es wert ist, dass sie sich öffnet oder auch nicht. Ich versuche es jetzt so knapp wie möglich zu halten, aber damit ihr genug Informationen habt, um das Buch auch lesen zu wollen. Dann habe ich noch ein Self-Publishing-Buch, seit langem mal wieder. Jeder deiner Atemzüge von Alexandra Fischer. Das habe ich bei BOD auf deren Seite gesehen, als ich eigentlich nach meinem Buch was geguckt habe. Und ja, das Cover hat mich irgendwie direkt gecatcht mit der Welle und rosa, lila und es sieht so wunderschön aus. Und sie hat auch echt ein cooles Autorenlogo, wie ihr seht. Ja. Auf jeden Fall geht es um das Thema Hawaii, glaube ich. Kauai. Hörtest du Hawaii? I don't know. Ich lese mal vor. Nachdem ihre ältere Schwester Tara spurlos verschwunden ist, verbringt Ellie den Sommer bei ihren Großeltern auf Kauai. Dort trifft sie Cale, einen merkwürdigen Jungen, dem das Meer wichtiger ist als alles andere. Ellie, die Wasser nicht besonders mag, kann zunächst nicht viel mit Cale anfangen. Doch sie spürt eine Verbindung zu ihm, die sie nicht mehr loslässt und die sie von den Problemen in ihrer Familie ablenkt. In den darauffolgenden Sommer kehrt Ellie immer wieder nach Kauai zurück und die zarten Gefühle der beiden entwickeln sich zu etwas Großem. Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht das Meer, das Cale als Up-No-Taucher zu bezwingen versucht. Aber schon bald muss Ellie erkennen, dass das Leben an Cales Seite ein ständiger Kampf gegen die unendliche Tiefe ist, die ihn immer mehr herausfordert und gegen die sie zu verlieren scheint. Wird sie Cale am Ende aufgeben oder wird es ihr gelingen, ihn zu halten? Klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Und ich freue mich da auch schon sehr drauf, das zu lesen. Als nächstes kommen wir zu Die Nacht der Acht. Das habe ich euch auch schon in diesem Video vorgestellt. Deshalb werde ich da jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Wenn es euch interessiert, dann switcht da einmal hoch. Dann habe ich hier noch ein Buch, das auch auf meiner 21 für 21 Liste gelandet. Ich muss echt noch so viel lesen eigentlich.
Anna Todd, The Bright Stars Attracted. Das ist der Auftaktband zu ihrer neuesten oder ihrer Reihe nach der After-Reihe. Und es geht um die 20-jährige Karina. Sie mag es nicht, wenn jemand ihr zu nahe kommt und verfolgt eine strikte No-Dating-Policy. Dann lernt sie den geheimnisvollen Cale kennen. Er ist freundlich, er ist verschlossen und er ist sexy. Zugleich hat er eine unendlich sanfte Ausstrahlung und zieht Karina magisch an. Sie kann einfach nicht anders, sie muss diesem Mann nahe sein, auch wenn sie durch ihre Leidenschaft in eine Welt hineingezogen wird, die noch düsterer ist als ihre eigene und dabei unendlich schön. Irgendwie klingt das schön. Klingt das nicht schön? Doch, klingt es. Ich freue mich da auch schon arg drauf, das zu lesen. Das sage ich eben bei jedem Buch, aber es ist wirklich so. Das nächste Buch habe ich auch bei Rebuy gekauft, deshalb hat es auch diverse Leserinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Girl Online von Zoella. Die ist anscheinend eine YouTuberin. Ich kenne sie nicht, aber es sieht so aus, als wäre sie in Social Media bekannt. Also sie heißt Zoe Zack, keine Ahnung, aber wird Zoella genannt. Ja. YouTube-Megastar Zoe Zack, alias Zoella. Ja. Es geht um Penny. Sie vertraut ihre wahren Gefühle nur ihrem besten Freund Elliot an und ihrem Blog. Zwar lesen den immer mehr Leute, aber keiner außer Elliot weiß, wer das Girl Online ist. Und das soll auch so bleiben. Erst recht, als Penny mit ihren Eltern nach New York fliegt und dort Noah kennenlernt, einen total süßen Musiker, in den sie sich unsterblich verliebt. Zu lesen in ihrem Blog, ganz anonym, bis ihr Cover auffliegt. Doch auch Noah hat ihr nicht alles erzählt. Und so steht für Penny schließlich nicht nur die wichtigste Freundschaft auf dem Spiel, sondern auch ihre große Liebe. Das klingt sehr, sehr, sehr süß. Dann habe ich hier noch ein Buch. Das habe ich eigentlich gekauft, wenn ich es euch zeige, wisst ihr, warum ich es gekauft habe. Es heißt einfach Jules. Es ist ein Hund drauf, es sind Macarons drauf und es heißt Jules. Ich musste es kaufen. Es hatte keinen anderen Grund, außer dieses Cover und der Name. Ja. Es geht um Sibald de Frege. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Er ist ein genialer Erfinder, doch seit seiner Scheidung verkauft er Gebäck auf dem Pariser Flughafen. Als eines Tages eine schöne blinde Frau mit ihrem Hund Jules, ach Jules ist der Hund, okay, bei ihm Macarons kauft, ist es um ihn geschehen. Er muss diese Frau wiedersehen und Jules wird ihm dabei helfen. Oh. Da freue ich mich eigentlich tatsächlich jetzt wirklich schon drauf, jetzt wo ich weiß, dass Jules der Hund ist. Ja, kommen wir zu einem nächsten, ich sag mal, erotisch angehauchten Roman, schätze ich jetzt einfach mal, wenn so ein lasziv guckender Mann drauf ist. Bourbon Kings von J.R. Ward. Das liegt mindestens auch schon seit 2018 hier auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Ja, die sündigste, der sündigste Genuss dieses Jahres. Also es ist schätzungsweise Ü18. Aber es liegen ja seit neuestem auch Fantasy-Bücher auf dem Jugendbuchtisch, die eigentlich ein Softporn sind. Ich spreche hier von Reich der Sieben Höfe. Also wenn ihr vorhabt, das irgendwie eurer Nichte oder eurem jüngeren Verwandten, Bekannten zu schenken, tut es einfach nicht. Ich spreche aus Erfahrung. Jede Menge Drama und dunkle Geheimnisse hinter der Kulisse des Bradford-Familienimperiums treiben diesen unwiderstehlichen Roman um High-Society-Skandale voran. Ein köstliches Lesevergnügen, so seidenweich wie ein Glas Kentucky Bourbon. So, kommen wir zu zwei Büchern, die hier auch schon ewig und drei Tage liegen. Eversea, ein einziger Moment und Eversea, die Welt bleibt stehen. Ich denke, die gehören zusammen, schätzungsweise. Macht Sinn, aber ich habe keine Ahnung, wie rum sie kommen. Ja. Muss mal gerade gucken. Ja, also, das ist der erste und das ist der zweite. Es geht um Carrie Ann. Sie traut ihren Augen nicht, als eines Abends der angesagte Schauspieler Jack Eversea in dem Restaurant auftaucht, in dem sie kellnert. Ihr verschlafenes Heimatstädtchen Butler Cove im Süden der USA ist so ziemlich der letzte Ort, an dem sie erwartet hätte, auf einen Hollywood-Star wie ihn zu treffen. Doch Jack hat Gründe, warum er aus L.A. geflohen ist und Carrie Ann weiß, dass sie die Art und Weise, wie er seine Nähe ihr Herz zum Rasen bringt, aus genau diesen Gründen ignorieren sollte. Denn egal wie gut die beiden sich verstehen oder wie sehr die Funken zwischen ihnen sprühen, die Welten, in denen sie leben, könnten nicht unterschiedlicher sein. Und eine Liebe zwischen ihnen ist unmöglich, oder?
Also eine Ich bin berühmt und ich bin das Mädchen von nebenan Love Story. Ja, oh, da ist ein Buch aus Versehen auf diesen Stapel gelandet. Gut, nee. Die anderen beiden kommen auf die Fantasy-Seite, die sind irgendwie damit reingerutscht. Aber ich habe jetzt noch zwei Bücher, die ich euch vorstellen möchte. Einmal wäre das Dark Love, Dich darf ich nicht lieben, von Estelle Mascame, I don't know. Das liegt auch mindestens schon 2-3 Jahre hier, seit ich mit BookTube angefangen habe. Das war irgendwann mal eine riesen Rebuy-Bestellung. Ich glaube, da gibt es sogar noch ein Video auf meinem Kanal. Müsst ihr mal gucken. Müsst mal XXL Book Haul oder sowas bei mir auf dem Kanal suchen. Da findet ihr mit Sicherheit dieses Buch und einige, die ich euch heute noch gezeigt habe. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um Eden. Ein ganz normaler Sommer soll die 16-jährige Eden bei ihrem nervigen... bei ihrem nervigen Vater in Santa Monica verbringen. Trotz der Aussicht auf Strandpartys und eine coole Stadt rechnet sie mit dem Schlimmsten. Und es kommt noch Ärger, denn ihr 17-jähriger Stiefbruder Tyler ist ein Bad Boy, wie er im Buch steht. Aggressiv, abweisend, unverschämt. Doch seine smaragdgrünen Augen verraten, dass er auch weich und verletzlich ist. Eden ist verwirrt und fühlt sich bald unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Auch Tyler scheint trotz seiner ruppigen Art von ihr fasziniert zu sein. Wenn sie in einem Raum sind, beginnt die Luft zwischen ihnen zu knistern, aber können sie jemals zusammen sein? Also eine Liebe unter Stiefgeschwistern, Halbgeschwistern, was sind? Nein, Stiefgeschwistern, ja, Stiefbruder, genau. Ja, bin gespannt. Ich könnte es ja tatsächlich irgendwann mal beginnen zu lesen. Last but not least kommen wir zu einem Buch von meinem Lieblingsverlag, vom Kiss Verlag, von Lissa K. Adams, The Secret Book Club. Da gibt es mittlerweile schon mindestens den zweiten Band, wenn nicht sogar den dritten Band. Und das ist eigentlich ein super lustiges Setting. Deshalb habe ich mir das Buch auch gekauft. Es sind nämlich Männer, die einen Buchclub gründen quasi. Und da steht die erste Regel des Book Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Book Club. Und ich stelle mir das mega, mega witzig vor. Das ist tatsächlich das einzige Buch aus dem Kiss Verlag, das ich noch nicht gelesen habe. Also von meinen Büchern, die ich habe. Ich habe viele vom Kiss Verlag. Es ist halt, wie gesagt, auch mein Lieblingsverlag. Und hier geht es um Profisportler Gavin Scott. Seine Ehe steckt in der Krise und genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht, oder Thea. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Ein Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebesschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn und Thea steht eine noch viel größere Überraschung bevor. Ich freue mich schon eigentlich richtig doll, das Buch zu lesen. Ich glaube, das setze ich auch auf meine 12 für 21 Liste, damit es endlich von meinem Stapel runterkommt. Das ist echt... Ja, wie ihr seht, ich grinse schon, wenn ich nur den Klappentext lese und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Buch mir richtig gut gefallen wird. So, das war's dann aber auch jetzt wirklich von mir für heute. Jetzt alle Bücher, die nichts mit Fantasy zu tun haben, sprich alle Liebesromane, alle New Adult-Romane, alle Erotikromane, alle düsteren Geschichten, in denen keine glitzernden Vampire vorkommen. Gut, das war's dann von heute von mir. Das Video ist schon wieder lang genug geworden. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Da geht's dann nämlich um meine Taschenbücher im Bereich Fantasy. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Genießt den Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss!